Hey Leute, hier ist wieder euer Chance vs. Raptor, heute wieder mit einem kurzen Video. Und zwar, wie ihr den Chameleon, den Hotknife oder den Carbon RS kaufen könnt. Dazu A drücken. Hier, jetzt gehen wir mal zum Beispiel auf den Wagen. Die Karren sind natürlich alle kostenlos. Dann gehen wir auf Home. BA, so wie beim Cargo Bob oder Panzerglitch. Machen hier Details, lassen wir dran stehen, ich Idiot. Dann hier 29 ist, soweit ich weiß, der Hot Knife. Jo, genau. 30 das Carbon RS. Und 28 ist die Chameleon oder das Chameleon, was weiß ich. Hier seht ihr, könnt ihr noch nicht kaufen und so. Müssen wir noch mal kurz Home. BA. Und dann alles wegmachen. Bis zum Querstrich. Und dann gebt ihr einfach ein Purchase Car. Purchase Car. So, dann geht ihr auf Kaufen und jetzt wird er zu meiner Garage geliefert. Das einzige Problem ist halt, man sieht die Autos hier nicht. Also ihr könnt die Autos nicht sehen, wenn sie, also sie werden nicht in eurer Garage stehen, die Autos, aber ihr könnt sie euch immer von eurem Mechaniker bringen lassen. Das ist kein Problem. Ich zeige es euch jetzt einfach noch schnell. So, nachdem ich aus der Garage rauslaufe. Kleinen Moment. So, dann gehen wir auf Kontakte. Mechaniker. Falls ihr vielleicht gesehen habt, der Chameleon stand auch nicht in meiner Garage. Ich habe ihn aber. Hier, der Hotknife ist jetzt auch in meiner Garage. Ich kann ihn gerade bloß nicht anfordern, weil ich zu nah ran bin. Aber wie gesagt, ich habe den Hotknife jetzt gekauft. Völlig umsonst, ohne den Pass zu besitzen. Und ja, ich finde es eigentlich ziemlich cool. Und das war eigentlich mein kurzes Video. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Und jo Leute, ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein.